Hallo und willkommen bei Screaming Pixel. Tja, wie ihr sehen könnt, bin ich heute mal nicht in meinem Game Room, sondern im Messezentrum in Graz. Dort findet nämlich nach einer zweijährigen Corona-bedingten Pause endlich wieder das Button Festival statt. Ich kann es kaum erwarten, mich ins Getümmel zu stürzen und bin schon gespannt, was sich getan hat. Also, los geht's! Für alle, die es nicht kennen, das Button Festival ist ein zweitägiges Event, bei dem sich die lokalen Nerd- und Gaming-Communities treffen, um sich auszutauschen und gemeinsam Spaß zu haben. Das Besondere dabei ist, dass jeder die Möglichkeit hat, sich einzubringen. Dadurch gibt es auf dem Button auch so ein facettenreiches Programm. Ich nehme euch mal mit auf einen kleinen Rundgang. Die Treppe hoch und am Stand des ansässigen Spielestudios Bongfish vorbei starten wir unsere Tour bei Nintendo. Die haben nicht nur eine lebensgroße Warp-Röhre am Start, sondern auch jede Menge Switch-Konsolen. Neben dem neuen Mario Strikers und Switch Sports sind natürlich auch die Dauerbrenner Mario Kart und Smash Bros. Vertreten. Ein Stückchen weiter wird auf gleich mehreren PS5-Konsolen FIFA gespielt. Wer statt zu laufen lieber mit dem Auto fährt, kann gegenüber bei Rocket League das Runde ins Eckige befördern. Neben den Fußballern wird analog gezockt. Auf mehreren Tischen können in geselliger Runde Brett- und Kartenspiele ausprobiert werden. Zentrales Element des Festivals sind auch dieses Jahr wieder die beliebten Retro-Wohnzimmer. Die sind mit gemütlichen Sofas, Röhrenfernsehern und N64 bzw. GameCube-Konsolen bestückt. Wer es lieber moderner mag, kann sich natürlich auch an einen Flachbildfernseher setzen und verschiedene PS4-Games anspielen. An der gegenüberliegenden Wand haben die Speedrunner ihr Lager aufgeschlagen. Fixpunkte sind an Tag 1 der Dark Souls Speedrun von Firepaw und an Tag 2 der Super Mario Odyssey Speedrun, den Dunster 2106 und Ginkabor im Two-Player-Modus bestreiten. Vorbei an den Infoständen zu Studiengängen für Game Development geht es in den Entwicklerbereich. Hier kann man nicht nur die aktuellen Games bzw. Game-Prototypen anspielen, sondern sich auch direkt mit den Verantwortlichen unterhalten. Besonders interessant fand ich hier auch die Game Dev Talks, bei denen Entwickler im Rahmen von Vorträgen aus dem Nähkästchen plaudern. Im Developer-Bereich treffen wir auch einen alten Bekannten. Der gute Ronny von Seifenboot hat auch dieses Jahr wieder eine coole Minecraft-Multiplayer-Map im Gepäck. Dazwischen kann man ein paar Runden auf einer Carrera-Bahn drehen. Da werden Erinnerungen wach. Wieder raus aus dem Entwicklerbereich und direkt neben dem Catering lacht mein Sammlerherz und weint mein Portemonnaie. Die Verkaufsstände der Händler laden zum Stöbern und Feilschen ein. Neben Konsolen, Games und Merchandise kann man sich hier auch mit Filmen und Plushies eindecken. Mindestens genauso viel Spaß wie die Schnäppchenjagd macht allerdings die Fachsimpelei über Holy Grails, Hidden Gems und Obskuritäten aus Fernost. Nach einem kurzen Zwischenstopp am Warhammer-Tisch geht es in den hintersten Bereich des Button Festivals. Fans von Musik- und Rhythmusspielen kommen hier voll auf ihre Kosten. Unter anderem kann man hier bei Beat Saber die Lichtschwerter im Takt der Musik schwingen, auf der Tanzmatte absteppen oder mit Plastikgitarre und Schlagzeug jammen. Wer es nicht so mit Musik hat, kann auf einem der Motion Chairs Platz nehmen und in VR Achterbahn fahren. Daneben wird an den Tischen viel Abwechslung geboten. Der Künstler Artsy Ghost ist ebenso vertreten wie der Anime- und Manga-Kulturverein Graz und das Autorenkollektiv Seitenweise. Dazwischen gibt es immer wieder Games, Games, Games. Natürlich kann man sich auch wieder bei Michio Nakajima Cosplay-Tipps abholen oder gleich zum Cosplay-Wettbewerb anmelden, der am Ende des zweiten Tages auf der Bühne stattfindet. Die ist übrigens auch abseits der Cosplay-Show gut ausgelastet. Sei es mit einem Nerdquiz, Anime-Karaoke, Talks, Präsentationen oder einem schnellen Spielchen zwischendurch. Ja, bei mir hier in der Warp-Röhre ist Harald Koberg aufgetaucht. Harald! Wie fühlt es sich an, nach der kurzen Pause von knapp 2 Jahren wieder auf einem Button Festival zu sein? Ja, das ist natürlich wunderschön, und aber gleichzeitig auch eben so eine Entscheidung, die genau deswegen getroffen worden ist. Es war klar, es bleibt natürlich vieles unklar, beziehungsweise wir haben auch nicht gewusst, wie der Sommertermin ankommt, aber wir haben einfach das Gefühl gehabt, es ist wieder höchste Zeit, mal wieder physisch was zu machen, und freuen uns jetzt sehr, dass es gelungen ist und dass es auch gut angenommen wird. Traditionsgemäß war ja das Button Festival bisher immer in der Seifenfabrik. Warum der Location-Wechsel hin zur Messe Graz? Das ist deswegen, weil, wie man eben merkt, momentan extrem viele Veranstaltungen passieren, die eben aus anderen Monaten in den Sommer geschoben worden sind. Und das hat einfach bedeutet, dass die Seifenfabrik keinen Termin mehr frei gehabt hat, der für uns gepasst hätte. Und darum haben wir uns umschauen müssen nach einer anderen Location. Ihr wart ja in der
Corona-bedingten Pause nicht ganz untätig, sondern habe das Button Festival weitergeführt als Online-Event. Habt ihr da irgendwelche Learnings mitgenommen in die Planung des physischen Button Festivals wieder oder wolltet ihr zurück, dass es so wird, wie es ursprünglich war? Es war natürlich, also es war irrsinnig viel an Learnings für uns, was jetzt so Know-how angeht, wie man das machen kann, wie Streaming funktionieren kann, wie man die Verbindung von Discord und Streaming-Diensten in ein Festival verwandeln kann. Das Publikum war natürlich kleiner und ein anderes, also es war so mehr die Kern-Community vom Button Festival plus ein paar, die dann irgendwoher auch noch dazugekommen sind. Jetzt was die Weiterentwicklung angeht, natürlich sind einige Überlegungen geblieben und wir sind drauf gekommen, dass gerade eben zum Beispiel gewisse Nischenthemen sehr wertvoll sein können und dass wir ruhig uns trauen können, noch mehr weg vom Mainstream zu gehen in manchen Bereichen. Aber es war natürlich schon auch ganz klar der Wunsch, da einfach wieder einen Button so zu machen, wie wir es bislang gemacht haben, aber natürlich immer mit dem Versuch, neue Ideen, neue Communities, neue Arten von Begeisterung mit hineinzuholen. Was sind heuer deine ganz persönlichen Highlights? Was mich besonders freut heuer ist der Musikspielbereich, also wo es Rhythmus- und Musikspiele gibt, einfach weil das ein Thema war, wo wir uns immer schon gedacht haben, das könnte spannend sein und wo sich auch zeigt, dass das wieder ein bisschen eine andere Gruppe sehr anspricht und dass da auch, und das ist ja immer das Schönste beim Organisieren von Button, sich sehr schnell Menschen gefunden haben, die vorgeschlagen haben, ich habe das und das zu Hause, ich spiele dieses und jenes Spiel besonders gern und man dann eben auch als schon ältere Gamer-Generation wie ich durchaus vieles sieht, was man noch nie gesehen hat oder zumindest noch nie ausprobiert hat. Und das ist zum Beispiel eine sehr wertvolle Erweiterung, denke ich. Harald, vielen Dank für das Gespräch und ja, toi 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 für das heurige Button und natürlich auch, dass nächstes Jahr wieder alles wie geplant stattfinden kann. Das Button Festival ist für mich immer etwas ganz Besonderes. Nicht nur, weil es hier in der Region stattfindet, sondern weil es anders ist als andere Messen oder Retrobörsen. In fast schon familiärer Atmosphäre kann man hier mit Freunden die schönsten Seiten unseres Hobbys feiern und dabei auch mal über den Tellerrand hinausschauen. Und genau dieses Flair ist es, was mich jedes Jahr aufs Neue wiederkommen lässt. Also dann, wir sehen uns auf dem Button Festival 2023.